Menüerklärung. Das Menü des Klimaservice-Geräts ist folgendermaßen aufgebaut. Rechts sehen Sie zwei Druckanzeigen. HP steht hierbei für die Hochdruckanzeige, LP für die Niederdruckanzeige. Auf der linken Seite können Sie die verschiedenen Betriebsarten auswählen. Der erste Punkt steht dabei für den Automatikmodus. Hier stehen drei voreingestellte Konfigurationsarten zur Verfügung, die sich in den Vorgabewerten unterscheiden. Diese Werte können übernommen und geändert werden. Geänderte Werte werden automatisch in der Konfiguration gespeichert. Im manuellen Modus können verschiedene Funktionen separat ausgewählt werden. Darunter fallen der externe Drucktest, die HD-ND-Druckprüfung, die Druckprüfung, die Kältemittelbefüllung, das Vakuumieren, das Ablassen und die Schlauchentleerung. Im Unterpunkt Einstellungen können verschiedene Parameter geändert oder ausgegeben werden. Die Textgröße der Ausdrucke, die Sprache, das Bilanzblatt und die Werkstattdaten. Darüber hinaus können Firmware-Updates durchgeführt, Datum und Uhrzeit geändert und Einheiten eingestellt werden. Im Auswahlpunkt Wartungen können Sie die nötigen Gerätewartungen durchführen. Die Wartungsarbeiten müssen in das Prüfbuch eingetragen werden. Die Betriebsart Service ist passwortgeschützt und nur autorisiertem AVLD-Testpersonal vorbehalten. Im Unterpunkt Übersicht finden Sie die aktuellen Systemwerte. Zur Erklärung der verschiedenen Punkte benutzen Sie das Handbuch.